It's me, Mario. Hallo. Ja, Freunde. Ich kann selbst nicht glauben, dass ich jetzt hier sitze und dieses Spiel spiele. Ich hätte nämlich gedacht, dass dieses Spiel nie wieder auf meinem Kanal kommt. Wer mich schon seit circa... Nein, wer mich einfach schon seit Anfang des Kanals, ja, seit 2014 verfolgt, also fast keiner, der müsste wissen, warum ihr dieses Spiel normalerweise nicht mehr spielen sollt, ja? Warum komme ich sofort in die Einstellungen? Also, warum? 2014 hatten wir ein Let's Play mit 16 Folgen. Wir sind da gekommen bis in Welt 8. Dann habe ich das Projekt abgebrochen. Ich weiß nicht mehr warum. Ja, Ende 2016 haben wir es nochmal versucht. Wie viele Parts kamen? 7. Wir haben gespielt bis zum ersten Bowser. Warum, weiß ich auch nicht. Nun geht es wieder los, ja. Als Ersatz für Mario Galaxy. Weil ich breche Mario Galaxy ab. Es tut mir sehr leid, ich muss es abbrechen. Da kommt vielleicht nochmal ein extra Video zu. Ich weiß aber nicht, jetzt kommt das hier halt nach Zelda. Und wir beginnen einfach mal direkt mit dem Intro. Dear Mario, please come to the castle. I expect a day for you. Yours truly, Princess Toadstool. Peach. Was ist mit dem Sound denn los? So, jetzt geht's besser. Und da ist er. Richtig schön hässlich. Der Schnurrbart ins Gesicht geklatscht und fertig. Ja, schön. Also die Anleitung brauchen wir uns nicht anzuhören. Kurz nochmal. Alles austesten. Hinten ist das. Das. Hier ist nichts. Okay. Ja. Alles klar, dann beginnen wir einfach mal. Wenn wir erst mit ihm geredet haben. Guten Tag, liebe Freunde. Das Action-Kino, das Aktionskino, ach ja, komm, ist egal. Genau, du filmst mich die ganze Zeit. Wunderbar. Gehen wir einfach mal ins Schloss rein. Also, denn Peach hat ja einen Kuchen für uns. Na, wen haben wir denn hier? Es ist niemand zu Hause, also verschwinde besser wieder. Das war der böse Strulli, ja. Bekannt als Bali. Nee, halt, die gibt's als Gegner, ne? Okay, gehen wir einfach mal hier hin. So, und hier ist ein Bild mit Bomben. Marschierende Bomben. Bob-Oms Bombenberg, Kurs 1. Siegerkönig Bob-Om. Ja, es gibt insgesamt 120 Sterne-Spiele und was ich vergessen habe zu erwähnen, was ich eigentlich immer mache. 1996. Ich glaube, das ist das älteste, das bisher auf dem Kanal älteste erschienene Spiel auf dem Kanal hier, ja. Nein, in Project Mario 2016, war das 2016? Haben wir das allererste Mario mal gespielt. Halt die Kamera habe ich. Okay, geht auch. Ich habe nämlich keine Einstellung eingestellt. Das müsste alles noch so eingestellt sein wie in Banjo-Tree. Banjo-Tree haben wir ja schon lange davor beendet. Also ich, ja. Bei euch wurde Banjo-Kazooie und Banjo-Tree am selben Tag beendet, ja. Beide am, war es der 4. September? Ich weiß nicht mehr. Und wir weichen den Kugeln aus. Was sind das eigentlich? Sind das irgendwelche Kugeln oder sind das auch Bomben? Ich glaube, das sind auch Bomben, weil die explodieren doch, oder? So.
Ich bin König Bob-Omb, herrsche über alle Bomben und Gebiete der Explosionen. Wer gibt dir das Recht, diesen Berg zu betreten und dieses königliche Plateau zu benutzen, zu beschmutzen? Anscheinend haben dich die Wachen unterschätzt, aber mir wird dieser Fehler nicht unterlaufen. Der Powerstern ist in meinem Sitz und wird er auch bleiben. Dein Ende ist gekommen. Oder bist du etwa der Meinung, du könntest mich von hinten packen und besiegen? Niemals! War das schon eine Stimme zu sehen. Aber na gut, er redet anscheinend wirklich so. Ihr habt ja gehört. Ich glaube, das letzte Mal haben stehen bei Super Badge Tui 64. Dings, ja. Das hier ist irgendwie das Jahr der Hex. Ja, in diesem Jahr kommen irgendwie auf meinem Kanal lauter N64 Hex. Ja, zuerst hatten wir Badge Tui 64, dann die erste Folge von Super Mario 64 Last Impact. Ja, die habe ich aber auf privat gestellt. Dann kam auch noch eine erste Folge von, wie heißt das Ding? Super. Legend of. Super Mario 64 Ocarina of Time. Oh, du hast die Powersterne gesammelt. Wunderbar, wunderbar. Genau. Und, ja. Dann kam noch jetzt Banjo Dreamy, dann die Demo-Version zu Banjo Dreamy Jiggies of Time und alles das noch. Ja, so, jetzt machen wir erstmal Rennen gegen Le Copa, ja. Hier gleich los, aber nicht runterfahren. Ja, dann hatten wir jetzt Banjo Dreamy. Und ich habe geplant Super Mario 64 Last Impact wieder. Diesmal ganz, ja. Vielleicht wird das ja nach diesem Projekt kommen. Vielleicht wird aber auch Mario Sunshine kommen. Ich weiß es nicht. Vielleicht danach wieder Mario Galaxy. Also Mario Galaxy ist auf jeden Fall nicht, wie sagt man das? Weg von der Bühne? Nee, halt. Also Mario Galaxy wird auf jeden Fall noch kommen, ja. Meine Mütze hängt im Fahnenmast fest. So wie man das gerade sieht. Wo ist er denn? Er kommt nicht. Wo ist er denn? Vorne ist er ja. Jetzt mach schneller, sonst bin ich weg. Ich hab den Job denn nicht. Was war das denn? Hätte ich nie gedacht. Hast du gerade ausgeschissen? Aber der Stern ist doch so spitz da. Ja, ist egal. Aber warum hat alles immer Augen? Ja. Hier, diese Sterne haben Augen. Die. Na gut, die goldenen Bananen in Donkey Kong 64 nicht. Die haben keine Augen, aber dieses Nintendo-Zeichen da drauf oder Rare-Zeichen oder was das ist, das sieht aus wie ein Auge. Für mich sah es immer so aus wie ein Auge. Kann ich hier nicht aktivieren hier? Wir sind friedliche Bob-Ombs, ja, friedliebende Bob-Ombs. Und wir können hier die Kanone freilegen. Dankeschön. Ja, bist du bereit? Dann komm doch rein. Nee, wer benutzt das eigentlich? Also die hier ist ganz unnötig, ja, aber das ist natürlich Tutorial. Moment, was soll ich überhaupt machen? Achso. Die dritte Aufgabe, ich weiß schon nicht, was ich machen muss.
Das kann schon gut werden, aber das geht ja auch direkt von hier. Das geht eigentlich auch ganz einfach. Das wird so ein halber Speedrun irgendwie. Ja, mittlerweile versuchen ja auch viele wieder Mario 64 Speedrun. Nein! Das hier kann schon kein Speedrun werden. Aber wir können ja noch hier rein. Ich sehe übrigens nicht, wie lange die Aufnahme geht, weil ich das gerade ausgeschaltet habe. Ansonsten laggt das wie die Pest. Die Pest laggt auch. Halt dich am Baum fest, junger Mann. Natürlich fehlt die Textur. Was ist das denn? Das ist eine Mütze. Warte, ich schalte mal ganz kurz hier. Alles klar. Ich muss mal gucken, ja? So, ich glaube, das nächste. Oh, du hast drei magische Sterne gefunden. Alle reden sind aber telepathisch mit uns, ja? Finde die 8 Münzen. Das mache ich eigentlich immer in Verbindung mit den 100 gelben Münzen, ja? Und die können wir, glaube ich, jetzt noch gar nicht bekommen. Deshalb machen wir jetzt einfach die 5. Aufgabe, die da wäre. Die können wir auch nicht machen, weil ich die auch damit verbinde. Also können wir eigentlich jetzt ruhig die roten Münzen suchen. Alles ist in bester Ordnung. Nicht runterfallen. Was ist denn da? Dreh die Kamera. Besser kannst du uns alle damit nicht fallen. Nimm das One-Up. Nimm es. Da versuchen die auch manchmal immer abzuhauen, ne? Aber sie schaffen es nicht, denn sie sind nicht so flink, wie sie denken, sie sind. Was war das für ein Leuchtturm? Ich fange wieder an zu singen. Was soll denn das? Ich nicht ein Let's Play ohne Singen machen. Auch in Fortnite habe ich nicht versucht. Was könnte das denn heißen? Und jetzt bin ich weg. Doch. Nein, ich hatte da noch Zeit. Was war das für ein Geist? Ich bin fast tot. Was soll das denn sein? Das könnte auch eine Challenge sein. Sein auf sein gereimt ist nicht gut. Nein, nein, nein. Was soll denn das hier sein? Ich kann nicht mal richtig ein. Deshalb machen wir eine Challenge wie in Mario Kart. Der 8. Teil mit der Lachs und nicht der Lachs zum Essen. So, auf der Strecke ist doch eigentlich nichts, oder? Halt, wo gehe ich denn eigentlich lang? Hier unten ist doch das eine. Halt, da könnte ich auch runterrutschen. Hab ich nicht dran gedacht. Nein! Was soll das? Was ist denn nur hier los? Ring! Warte, was war das jetzt? Nummer 6 oder Nummer 7? Da kann man aber wirklich eine ganze Challenge draus machen, oder? Eine rein Challenge. Wir machen so Challenges wie in... wie heißt das denn? Mario Kart 8 Deluxe, ne? Es soll ja jetzt auch ein New Super Mario Bros. U Deluxe kommen, ja? Deluxe vor allem. Alles nett. Pass auf! Das einzige Wii U Game, ja? Oder, ja, es gibt noch zwei. Einmal Pikmin 3 und Super Mario 3D World. Das sind die einzigen guten Wii U Spiele, die noch nicht geportet wurden. Wie könnten die bloß heißen? Vielleicht, ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und würde einfach mal sagen, Super Mario 3D World Deluxe. Pikmin 3 Mega Pack, keine Ahnung. Moment mal. Okay, zwei fehlen noch.
dann machen wir das folgendermaßen. Wie geht der nochmal folgendermaßen? Moment. Achso, da hinten muss ich hin, ne? Was? Was? Hier bin ich ja ganz falsch. Ja. Ich wollte da hinten hin. Was war da? Das war nicht gut. Nein, da. Das darf nicht sein. Das ist ein Nein. Okay. 7 und 8 und mach den Seitwärtssprung. Mario macht den Seitwärtssprung, ja? Wunder. Ja, komm schon. Wunderbar. Go. Ich hab hier Fernsehen neben mir, ja. Guck grad Pikmin 1. Ah, da ist das Teil. Naja, ich guck nicht, wie es weitergeht bei Pikmin 1. So, eine Mission haben wir noch, die schaffen wir noch. Und dann. Ich fliege alle Münzenringe. Nein, das machen wir nicht. Das können wir auch noch nicht machen. Also doch, können wir eigentlich schon machen, aber. Das geht nicht. So. Jetzt machen wir erstmal der 6. Stern. Denn in jeder Welt gibt es 7 Sterne. Also 6 Aufgaben, sag ich einfach mal. Wovon eine immer die rote Münzenversion ist. Rote Münzenversion. Und warum hat er gerade keine Staffattacke gemacht? Ich weiß, da kann man sich auch irgendwie reinglitschen. Habe ich jetzt schon öfters gesehen mit der Bombe. Ich weiß immer noch nicht, wie das geht. Irgendwie rückwärts und eine Bombe zünden lassen und was weiß ich. Schaut es euch schon im anderen an. Ich kann alles. Mann. Ich darf da nicht hingucken. Ich habe 20 Parts von Pikmin aufgenommen. Pikmin 1. So, okay. Weiter können wir jetzt auch schon gar nicht mehr machen, ne? Moment, dann gucke ich mal gerade, wie lang geht die Aufnahme. Alles klar, wir haben noch ein bisschen Zeit. Dann können wir gerade. Okay, hier fehlt einfach mal der Teppich. Kann man machen. So, dann kann man das hier mal machen. Und den Teppich. Die mystische Kraft der Sterne öffnet die Tür. Der Sterne. Da ist ein Stern benötigt. Ja, da wird ein Stern. Welches Bild könnte es sein? Das nicht. Mario macht direkt wieder den Weg zurück. Das ist auch nicht, denn ich spring daneben. Okay. Peach Rutschbahn. So, zweimal müssen wir das machen. Wenn wir Glück haben, nur einmal. Hier gibt es nämlich 2 Sterne. Nämlich einmal, wenn man das unter 21 Sekunden schafft. Und der 2. Stern, wenn man es halt einfach nur schafft. Ja, man muss halt ganz unten ankommen. Heil, natürlich. Und das wird abgefüllt. Das wird unter 21. Gut. Ich dachte, ich muss jetzt ganz hier vorne sein. Wäre das jetzt hier gewesen, dann. Ja. Und dann muss ich das zweimal machen. Nee, oder? Ich werde da jetzt nicht rausgeportet. Doch, natürlich. Okay, müssen wir es zweimal. Upsala. Ich mach meine Kopfhörer hier schon raus. Ich habe übrigens neue Kopfhörer, ja. Die sehen zwar genauso aus wie die alten. Ist auch, sind auch die gleichen, ja. Also sind nicht die gleichen. Ist halt. Sieht halt das gleiche aus. Nur die hier sind irgendwie ein bisschen. Keine Ahnung, die fühlen sich ein bisschen anders an. Nicht nur, weil sie neu sind, nee. Irgendwie sind so Plastiker. So Plastiker sind die, ja? Die sind plastiker als die anderen. Ja, dann war das aus Glas. Was habe ich eben? 208? 208. Ich hoffe, das jetzt zu überbieten. Das Runner kommt nicht mehr. Ich schaffe es nicht. Was war. Genau 21. Aber ich glaube, da hätte das auch geschafft. Hier bekommt man noch einen One-Up, wenn man.
Das meine ich. Guckt euch das an, das haut immer wieder ab. Jetzt hab ich's. Nee, halt, sonst hätte ich ja jetzt den Stern bekommen, ne? So, und damit beende ich dann auch die erste Folge Super Mario 64. In der nächsten Folge geht's dann weiter. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like da. Wenn nicht, dann halt nicht. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das natürlich. Ich kann schon nicht mehr reden. Könnt ihr das natürlich auch kostenlos gerne tun. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dürft ihr natürlich auch die Glocke aktivieren. Das war's aber jetzt erstmal von diesem Video. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Haut rein und tschüss. Wenigstens noch das Ende hinbekommen. Smile.